Mit der Macht Excaliburs gehen wir mit 3 Todesversuchen wieder rein. Na, guck mal, Sticks, fehlt eh noch das Blut. Und nachdem wir hier das letzte Andenken hochgemacht haben, können wir uns mal an die 16 Hitzedinger ranwagen. Ist alles ganz nett. So, schnell erledigt. Und Nektar abgreifen, ja. Heiliger Boden! Oder auch nicht. That was my keepsake. Hell ja, verdammt, wir brauchen den Hammer. Au. Damage ist zweitrangig, wir spielen auf Zeit. Doppelnova? Nein. Sportangriff trifft zweimal für Todesnova gäbe es, aber nicht Doppelnova. Ja, hauen wir die Rüstungen weg. Es gibt ja schon viele Gegner mit Rüstungen. Außer die natürlich. Der alte Zeuselbärt. Lord Uncle Zeus. Du kriegst ein Geschenk von mir. Please, Lord Uncle Zeus. Ja, voll cool, Mann. Dankeschön. By the way, nephew, I hear tell your mother Nyx is quite the catch. If you'll forgive my saying so, of course. Your father's never had much of a sensibility around companionship, though perhaps this concubine of his brought something out in him at last. Der will auf unsere Mutter gehen? Oh boy. Is my hair sticking up? Sprint, Sprint, Sprint. Das ist so toll, dass dass Athene so oft ankommt. So, Damage juckt mich nicht, Alter. Ich will dir was schenken. Lady Athena, I know there's more at stake. Bitteschön. Jo, ganz cool. Athena ist jetzt auch fertig. Nice. Zeus fehlt noch eins. Aphrodite fehlen noch 3. Demeter 2. Bah. Despite whatever difficulties you've encountered, dear cousin, again and again you have. Ja, die gehen jetzt gerade voll hart auf Mutter. Spurt. Oh! Okay. Sie ist ready für whatever. Wahrscheinlich eine Ambrosia-Einladung. Weil sie der sechste Gott ist. Man braucht, glaube ich, 6 Götter, um den Epilog freizuschalten. Es braucht trotzdem noch 2 oder 3 Runs, leider. Wir wollen weiter fighten. Außerdem haben wir absolut keine Kohle. So, du wirst wahrscheinlich auch freigeschalten. Nee, achso. Brunnen 4%. Immer gern Schattenenergie. Haben wir unser Band eigentlich mit Sisyphus komplett verbändigt? Von dem habe ich jetzt nämlich gar nichts mehr mitbekommen. Au. Oh.
Allow me, boy, to introduce some of my loyal subjects. Oh, warum laufe ich dann in die Falle? Ich bin ja ein Idiot. Guck mal, der Boden ist heilig. Oh, Fisch. Oh. Noch viel wichtiger als Fisch. Ein Haufen Gegner. So, sorry, wir müssen euch ein bisschen schnell vernichten. Wir stehen ein bisschen unter Zeitdruck. Right there. If I win this round, fish. Den haben wir. Oh, super Edelschau, super, nur Scheiße. Naja, es gibt Ausweichdinger hoch. Komm, die Zeit läuft. Warum müssen wir den Angriff denn so dramatisch aufladen? Nochmal einen Power-Apfel. Ach, leck mich fett. Gib mir doch Kohle, Mann. Ja, oder Leben. Ja, geh nicht auf meinen Vater, danke. Wir haben auch hier ein Zeitlimit? Achso, ja, es sind ja trotzdem eine begrenzte Anzahl an Gegnern nur. Noch mehr? Oh, da oben. Noch mehr! Juhu, kleine Vasen. Könnte man niemals hasen. Er macht gleich 100.000 Gegner. Durch unser heiliges Feld sehen wir halt gar nicht mehr, wenn die Fallen da irgendwo liegen. Wo ist er? Da oben. Ja, kannst du ruhig haben. 13,2. Also das geht richtig gut. Mit der Schnelligkeit. Noch ein bisschen Nebel. Ein bisschen Nebel. Wir kriegen gar keine Kohle, Mann. Ja gut, gehen wir halt ohne Kohle in den Boss. Charon würde ich halt... Ach, Charon würde ich jetzt echt gerne mal besiegen, aber der kommt zu selten. Hi, Mac. Na, haben dich voll vermisst, ey. You are trespassing beyond the limits of your authority. I am under orders to stop you. Oh nein, was willst du tun? Uns auspeitschen? Kinky. We've been through this countless times. Wait, is it because? Oh come on, Zag. Will you just learn to play along for once? Come on and fight me like you mean it. Okay. Hol mir ein Bett her und ich. Ah, wir können nur einen heiligen Ground haben. Dann ist das hier unser heiliger Boden, Mac. Ich kenne den Sinn davon nicht, aber... Cool, ich kann das irgendwie aufladen. Ich weiß nicht, was es bringt. Vielleicht finden wir es irgendwann heraus. Aber nicht heute. Oder nicht bei Mac. Hope she's not mad. Thank you. Oh, das war auch schnell. Okay. Irgendwas mit Aufladungen.
Wir scharmützeln noch und dann ist er noch mal ein bisschen besser. Nowhere to go but up. The Asphodel Meadows. Ja, Mann, Edelstein. Nee, darauf habe ich. Nee. Nee. Gib mir another. Warum denn so ein Murks? Du bist auf heiligem Grund gelandet, mein Freund. Das wird mit dem Tode bestraft. Oh, wir haben es abgebrochen. Ich blick das mit dem heiligen Grund. Nicht glücklich. Achso, stimmt, wir hatten ja eigentlich noch Zeitdruck. Hermes. Oh. Eurydike oder. Oh. Gehen wir zu Eurydike. Steady now. Ah, die beiden Turteläubchen sind wieder. Look, Orphy. Look, Orphy. Good. I've never heard anything like this. As good as you two sound each on your own, you're positively wonderful together. A splendid compliment, my friend. Doubtless the fates themselves conspire to ensure Eurydice and I would meet and sing together, fall in love, and then be cruelly separated for some time. Now don't you start with that again, you get me, Orphy? Got our whole entire afterlives ahead of us and lots of songs to catch up on. Smoke on the Water beispielsweise. Well, you're correct, of course, my dear. If you'll excuse us, Zagreus, our calling beckons. Wir wollen dir was schenken. I am attempting here to sing, my friend. Ja, wir klatschen nach. Gut, dann Zeitdruck Adventures. Chaos Tor wäre da. Bring it. Spezialität, noch mehr Wurfschaden. Jawohl. Es sei denn, Shop oder Athene. How foolhardy of you. Der Angriff ist halt ein bisschen langsamer. Das könnte nachteilhaft sein. Nachteilhaft? Ein Nachteil sein. Athene. Nö. Let me have it. Danke. Kein Wurf, okay. Aber okay, es war tatsächlich eins dieser Schattendinger. Und ich glaube, wir gehen dann hart auf Demeter. Fuck. Viel zu langsam. Shit. Oh, danke, dass wir es behalten dürfen. Ah, dann könnten die Fröstelattacke bekommen. Oh, wir starten direkt auf dem Kahn, okay. Kein Wurf. Ich glaube, das letzte, was fehlt, ist irgendwie noch die legendäre Fähigkeit, aber ich dachte, die hätten wir schon mal gehabt bei Chaos. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht ist es doch noch mal was anderes vom Spiegel.
Schwer zu sagen. Oh. Oh, das war langsam. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Aber wir haben auch keinen Wurf. Lady Demeter, I am forever. The everlasting winter means. Jo, wir denken an dich. Du hast jetzt 5 Dinger, also fehlt dir noch 1. I must admit, I have grown fond. Frostattacke. Very cool. Very cool. Oh, Zachary, bist du ein Komiker? What now? Oh, ohne den Wurf ist es zeitlich echt ein Geraffel. Wobei das Schwert natürlich schon krass und stark und cool ist und alles. Punkte der Feder, Rang höher. 17,6%. Wir haben alle. Ah, will ich eine Gabe oder einfach leben? Wir haben kein Cash. Wir haben auch keine Hermesgabe, also das könnte da sein. Oder noch mehr Demeter. Frostattacke und der gehaltvolle Trank. Ja, okay, der Trank ist... Ja. Die Frostattacke, das ist gut. Oh, scheiße. Wir haben ja noch da ein Problem. Ich weiß ja nicht, die Zeit beim Bossfight. Ich hole einfach jetzt schon Dusa. Ich will die geile Ausweichgeschwindigkeit. Ja, wir haben noch fast die Hälfte der Zeit. Dusa ist aber weg. Aber wir haben noch gar keinen göttlichen Beistand. Merke ich gerade. Und keinen Wurf. Wurf haben wir. Nur der göttliche Beistand. Wurde durch das Symbol verwirrt. So, irgendwas Heiliges, juhu! Was war das denn gerade für eine Attacke? Any more heads you'd like chopped off? No? Halleluja, wir haben alles. Die Feder bleibt drin. Ja, es fehlen halt noch die Banden und alles. Doch auch die sind nicht mehr viel. Also, wo wir guten Nektarvorrat haben. Wir dürfen wieder werfen! Und wir stacken jetzt so hart unsere Ausweichsachen. Oder auch nicht. Je nachdem, wie lange es dauert, ein paar gammelige Gegner zu vernichten. Okay. Eile des Hermes. Wunderbar. Lifesteal? Nö. Geld? Nee. Nee, die Supernova. Yay. Nicht genug. Das mit dem Geld kann halt so krass stark werden.
Okay, nochmal Chaos. Hätte ich Bock drauf, ehrlich gesagt. Das mit der Geschwindigkeit, das ist so cool. Leben oder Münzen gäb's. Dann passt mir das da echt sehr gut. Oh, nochmal eine Chance, okay. Mist. Sollen die mir das Maximalleben nehmen, also juckt mich doch nicht. Oh. Da bin ich ja echt ungünstig gelandet. Oh. Oh wow, das Guy ist really huge. Und seine Doppelstreitachse ist halt auch richtig huge. Aber wir kriegen gute Ausweichchancen. Und Kreislaufprobleme. Bewegungsgeschwindigkeit und Ausweichchance. Also wenn wir jetzt so einen Hermes auch noch Bewegungsgeschwindigkeit bekämen. Falls wir überhaupt noch einen Hermes treffen. Wir hatten gar keine Hermes-Fähigkeit bisher. Also müssen wir die dann kaufen. Warte mal. Du darfst dich nicht zurückverwandeln. Wo ist er? Oh, diesmal kriegen wir leider, glaube ich, keinen. Obwohl? Oh, super knapp. Doch, wir haben was von Hermes anscheinend. Power of Hermes, hat er gesagt. Lady Demeter, apologies. Apologies, sorry. Wann kriegen wir eigentlich Rank-Ups von ihrer Fähigkeit? Das mit... Wow, den Brunnen hätte ich jetzt echt gerne. Oh, ich sollte nicht in den Schneesturm dashen. Oder sonst irgendwo rein. Warum? Wo sind Gegner? Au. Alle Heilungseffekte. Ja Mann, was für ein Magus. Ich finde dieses Fastfood-Symbol so gut. Wir hatten drei Schicksalslose. No thanks. Das war so klar, dass dann ein blöder Schlüssel kommt. Nein, ich hätte das nicht ablenken sollen.
Du bist der Letzte, oder? Ja. Und schon wieder! Die Feder wird einfach hochgestackt. Hermes! Oh, da oben. Ah, diesmal wird's nix. Diesmal wird's safe nix. Dafür braucht der hier zu lange. Und da ist ja nochmal eine... Schade. Unser erster... Ich glaube, der wirklich erste normale Raum, bei dem es nichts wurde. Nebengeschäft? Nö. Bonus. Jo, Eilzustände? Ja. Wobei ich jetzt tatsächlich wirklich sehr gerne eine normale Bonusgeschwindigkeit gehabt hätte, weil ich sehen wollte, wie schnell wir rumrennen. Ein Shop. Das ist der letzte Shop. Ich wollte auch mal in die Zwischenshops gehen, dass wir mal die Gelegenheit bekommen, gegen Karen zu kämpfen. Duo. Keine Todesverachtung heißt Regeneration. Ja. Wobei, wenn wir keine mehr haben, wir haben drei Stück. Könnte ein bisschen dauern. A challenger? He would pit you against me, Asterius. I can see it in his mismatched eyes. I cannot shake the terrible vision that someday or night it shall be me standing alone here whilst you take sides against me with that fiend. Asterius, about that, please consider it a standing offer if you like. I'd rather have you as a friend than as a foe. Not sure that I can say the same for Theseus, of course. You poisonous worm! I knew you had a more sinister trick at play, because your fighting style certainly is of no concern just on its own. Are there truly no depths to which you would not stoop? Jo, wir brauchen einen Beistand! Wir haben keinen göttlichen Beistand! Welche Götter hätten wir denn eigentlich? Athena? Aber die... Nee. Au. Jo, raub uns nicht die Todesverachtung noch. Oh, sie ist schon fertig? Okay. Au. Noch ein bisschen im Kreis. Haben ja ein bisschen Delay, die Götter. Sind ja auch nicht die schnellsten. Wer ist denn Artemis? Zack, zack. War auch wieder super schnell. Oh yeah. Der Trank ist gesteigert. Auf heroisch. 7 Bonusschaden. Oh, das ist geil. Weil jetzt kriegen wir 7. Zack. Und danach kriegen wir oben auch nochmal 7. Die Feder lasse ich noch drin, weil ich weiß nicht, wie das ist mit dem Ausweichen. Und ab dem nächsten Run wird nur noch mit dem Granatapfel gespielt. So close.
Hier ist mir der Fisch eigentlich relativ egal, ob das jetzt ein normaler oder guter ist. Waren nur Edelsteine hier, ne? Fisch. That is a scuffer. Ein Diamantwert da. Hermes. Ich will Hermes und die anderen beiden Gaben. This one, I guess. Poisoned. Und actually könnten wir auch gleich noch das Herz. Oh nein, das Herz brauchen wir nicht. Wir haben 3 Todesverachtungen. 3. So schlecht werde ich nicht spielen, dass wir die verkacken. Ah, wir kriegen ja nur noch jetzt im Endraum. Ah, Mann. Können wir gucken, vielleicht kriegen wir den schnell hin. Stück auf heiligem Boden. Oh, nein, warte mal. Die Hälfte der Zeit ist rum. Oh, die Hälfte der Monster könnte auch rum sein. Nein, es geht weiter. Oh, wir haben es noch. Geil. So, aber lassen schutzlos. So, nehmen die Poste. Hat er was Goldenes? Nö. Let's see what else. Ja, könnten den legendären Athena-Preis gewinnen. Und nach dem Run müssen wir nur noch mit dem blöden Speer hoch, der aber nie im Spotlight ist. Ich glaube, wir machen den nächsten Part einfach trotzdem mit Speer. Kriegen wir halt weniger Schattenenergie, aber wir müssen den halt auch mal machen. Auch wenn er noch so ekelhaft ist. Hoho, das ging schnell. That's one big Sator. Und das, aua, war Schmerz. Der Raum hat viel zu viel Zeit. Das war ja gerade. Okay, nee, Todesachtung gibt mehr Leben zurück, macht die undurchdringbar. Ja. Geier mal nicht so auf Todesverachtung, Athena. Wir können auch nochmal 200 Münzen holen. Ja, den Shop gucke ich mir am Ende an. Also wäre schon nice, mit einem Diamant rauszuspazieren. Bin ich ehrlich. Aber ich will auch die Hermes-Fähigkeit. Dionysus und wer auch immer der zweite war, ja, ist zweitrangig. Weil den Fight packen wir. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn wir jetzt noch 200 Münzen bekommen, dass es dann doch ganz gut aussieht. Oh, hä? Ah, Projektile sind da langsamer. Oh, lol. Gut, dass wir das so gegen Ende rausfinden. Not bad. Oh, komm. Lady Demeter. Jo, Frösteln. Fröstelwein. Wein soll ja eigentlich wärmen, aber...
Oh, cool. Wie viel haben wir? 30%. Oh, ich will noch so 30% Bewegungsgeschwindigkeit. Bitte. Oh, das wollte ich. Bei 6% Schaden? Hey, da stand doch 7 eigentlich. Oh, wir haben ja noch gar keine Hilfe. Something for Cerberus. You hungry, Cerberus? I bet you are. Kriegen wir noch 150 Münzen so in dem Geldgang? Könnte sein. Muss aber nicht. So, ich will jetzt mal kurz. Wo ist denn das mit dem Brunnen? Ach so. Okay, nee, das gibt dann doch nur plus 6, aber wir haben insgesamt. Wir bräuchten 100 Münzen. 100 kriegen wir noch durch Gegner zusammen? Noch einen Zwischenraum? Noch ein Flügel? Ja, okay. Perfekt. So, die kleine Ratte? Nein. Oder? Kriegen wir noch? Spawn mal kleine. Ah ja, okay. Boah, das war gerade schon ein bisschen Angst hat es mir gemacht. So, und in Time kriegen wir es auch noch hin. Ich glaube, der einzige. Also ich glaube, wir hatten jetzt nur ein oder zwei Räume, wo die Geschwindigkeit nicht perfekt war. Also. Wir haben mit der Feder auch ein bisschen später gestartet. Auf so 35% Ausweichchance und Bewegungsgeschwindigkeit könnte man schon kommen. Plus 15%, wenn man dann die Fäuste trägt, sind 50%. Das ist, es reicht nicht? Ich habe doch gerade. War die Münze gar nicht 200 wert? Ich habe gar nicht aufgepasst. Oh, ja. Ich will schon. Also, der Diamant ist mir nicht so viel wert. Ich will das da. Angriff. Kammer. Bewegungsgeschwindigkeit. Nein, nach Beistand. Nachdem man den Beistand. Guck, das wäre so geil noch in der Combo. Und dann mit Hypersprint oder so. Aber jetzt bei dem Schwert, die flinke Attacke. Komm. Das ist beides geil. Always a pleasure, Charon. Gigant. I mean, der Run ist sowieso gewonnen. I can go. Dreimal Todesverachtung. Ha. We made it, Stygius. I hope this Arthur serves you well someday. I never had any respect for Stygius, that blade you bear. Perhaps unfairly due to Brother Poseidon's sloppy form when once he wielded it. But now it seems quite different in your care. I think we've grown quite close to one another, yes. Enough to where I've come to know a different side of this fine blade right here. This is the aspect of some Arthur fellow. Maybe the two of you could get acquainted properly. Arthur? No name either of gods or kings of any realm I know. Then introduce us, as you say, to this new amateur to whom your blade rendered its services.
Sind die Geschütze eigentlich noch langsamer in dem Feld, wenn wir sowieso schon die Athena-Dings genommen hätten? Man weiß es nicht. Oh nein, er ist es. Ja, dein Chef. Man muss sich auch mal gegen seinen Chef beweisen, tatsächlich. Ah, das ist ein spaßiger Run. Mit der Kombo hätte ich schon gerne noch den wehreren Dings gemacht. Warte mal, kannst du uns einfach mal angreifen? Wir haben ja jetzt ausgewichen. Warte, mach mal. Ja. Ja gut, das Kochen der Blut. Aber er trifft schon weniger. Ist dir kalt, Daddy? Au. Oh, was? Undurchdringbar? Nein. Ist doch lame, Dad. Ja, kämpfen wir hier im letzten Act. Easy. Ups, er ist gesterbelt. Say hi to Hypnos for me. Made sure. Neuer Rekord. Nice. Und 14er Siegesserie. Zack. Zack. Und es war auch noch in guter Zeit, also 33%. Wir sind schneller. Alas, the wisely spoken Zagreus stumbled upon a pit of deadly spears, perhaps. Ja. Genauso passiert. Wie jeder große mythologische Held stirbt. I'm counting that one as a victory. Ja, und spielst du das auch? Du hast nichts zu sagen. Achilles, would you tell me something more of Patroclus? You mentioned you were very close. We could have been no closer. The ashes of our bodies yet mingled together somewhere on the surface there. What can I tell you, lad? I loved him with all my heart. And he left me too soon. But now you're both here in the underworld. Can't you go seek him out? Or alter your arrangement with my father? I tried, lad. I have tried. On both accounts. What you propose is not that simple, it turns out. But I shall tell you what. When next you see Patroclus on your journeys, you keep speaking to him for me, won't you? I'll do what I can. Tun wir gerne. Just how far are you able to shift anyway, Fan? I never could go more than a blade's length in front of me, while you're out there skipping across the entire world, probably. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Most of it, yes. Don't beat yourself up, though, Zagreus. It's a practice skill, but I've apparently been able to do it since birth. Mother Nix says I was a real handful. I can see that. Resolve the trouble with the... Nix told me that you helped her reconnect with her parent after a long, long time. That was very kind of you. She never asks for anything. But we all owe her a lot, don't we? I think so. If not for her, I can't even imagine, really. Did Nix ever speak to you of Chaos before I was born? Not really, no. Nix is very private when it comes to personal matters. But she has feelings and desires same as anybody. Well, mostly. But the point is, I know this meant a lot to her. Least I could do. Abgeschlossen? Nix. Thus starts.
Ja, das war ein wirklich sehr kurzer Austausch. Nix, along with giving you this bottle of ambrosia here, there's something I have meant to say to you. The three fates have been very kind to me, because in denying me my birth mother, they gave me you. Without your steady presence here, I can't imagine what it would be like. Oh, then the three fates are whimsical indeed. When you were born and I was filled with fear for what it meant for you to be alive, to be responsible for you, I must admit I did not guess that one evening you would provide for me both such a gift and such a sentiment. Grillenhaft. Well, I mean every word. I love you, Nix. I love you too, my child. Und geknüpft. Hypnose verwirrt mich noch ein bisschen. Warum können wir noch mit denen so viel reden? Faszinierend. Gute Tisiphone lernt ein paar Wörter. Wahrscheinlich kann die dann fließend Griechisch oder so. Achille ist ein Patrokel. Ah, okay, Sisyphus fehlt tatsächlich noch eine Sache. Kerberos auch. Also Kerberos ist noch gelockt. Nix, did you really give Dusa quite possibly the sole surviving Epsilon Edition Chthonic Companion in the entire Underworld? She's very grateful for it. So much so that she entrusted Phidi to my care. They grow in power that way, right? The severed Gorgon head is not without redeeming attributes, my child. Though I expected this companion would soon find its way to you, the way the two of you have grown attached. Thus, in one action, both of you have found encouragement. That's very calculating when you put it quite like that. Well, Zag, you like things nice and complicated, don't you? Apparently, so do I. If you're asking if I have any regrets about what happened between us, the answer is no. Being with you, any complications there are worth it. Oh, I do. You don't need to tell me. Two rules if you want to keep this up. First, we set the personal aside when we're out there. I better not hear a soul say I'm going soft on you. And second, keep up this slightly more mature thing you've had going for you recently. Ah ja, angezeichnet. Ja, ja. Wasn't planning on sliding back into the insensitive nonsense of youth, so I don't think the second thing will be a problem. But the first, can we really just keep kidding each other out there like nothing happened? Ja, das Bild ändert sich hier. Unser Star. Can't do that. Das ist ein fairer Deal. Take a special, please. I could use that. Endlich mal. Here's all I caught. Zack, zack. Oh, 350 Schatten. Das gefällt mir. Dass die Patroclus-Sache noch nicht zu Ende ist, gefällt mir nicht. Die Gunst. Es geht noch weiter? Wie hoch geht das denn? Ich dachte bis 20, aber okay. Und dann kriegen wir ganz viele seltene Sachen. Das ist kein Problem damit. I need to do what now? Der Speer, jawoll. Und wir nehmen die Blüte noch dazu. Might help. 50 Leben sind so dreist. The Mirror of Night. Flammender Auftritt kann weg. Abgrundsblut ist eigentlich okay. Dunkle Vorahnung bleibt. Weil wir das nicht geupgradet haben, bleibt es auch. Das auch. Ja. So, und können wir noch irgendjemandem was schenken? See you next time you die. Hypnos ist irgendwie. Hat nichts Wichtiges zu sagen. Ja, die Gespräche nehmen auch langsam ab. Wir nähern uns dem Ende, Leute. Wir nähern uns einfach dem. Hey. Geht, Bro. Dem Ende.
Checken wir nochmal kurz. Ja, 5 Achievements fehlen noch quasi. Das ist einmal Charon zu töten, dann 16er Flammen werden wir probieren, nachdem wir mit dem Speer durch sind. Patroclus einfach, ja gut, das, die nächsten beiden haben nur mit Patroclus und Achilles zu tun. Und das hat damit zu tun, dass wir einfach den Hauptgöttern Geschenke machen. Easy. Wir kommen immer gut durch. Ein paar Sidequests muss man halt nicht machen, wie die Daedalus-Sachen, aber habe ich eigentlich vor, wenn sie da schon da sind. Speer. Boah. Gut, also. Wir haben 1500 Edelsteine. Da kann man auch ganz kurz ein Upgrade kaufen. Eine Sache gönnen wir uns. Here you go. Das da. An intricate mosaic just above my bedchambers should make having to go in feel less bad, I think. No mosaic shall eliminate your shame, boy. Sieht jetzt nicht so geil aus. Contractor, I have another job. The comfort and the safety hazard of a roaring fire seems the perfect touch for our fine lounge, I say. Das sieht gut aus. What are we supposed to do with that? Und noch ein Gemälde? Nee. So viel haben wir auch nicht. The light provided by the flame. Ja, gut. Also, im nächsten Part geht's mit dem Speer weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.